C.P.E. Bach war zu seinen Lebzeiten, man sagt, der bekannteste Komponist Europas. Und alle, die danach kamen, haben sich auf ihn berufen. Also nicht nur Haydn, der sagt sozusagen, er hat alles studiert, die kannten das auch. Ja. Gerade wenn du einen Vater hast, der Johann Sebastian Bach heißt, ist es natürlich wahrscheinlich, egal wie eigenständig man ist, schwierig, sich wirklich abzugrenzen. Was daraus erwächst, ist eben so eigen und so bei C.P.E. Bach oft auch abgefahren und verrückt und wild. Man spürt sozusagen, wie er sich auch wirklich lösen wollte und wie er einfach mal wirklich draufhaut und rabiat schreibt, gerade wenn man irgendwie eine schöne Phrase, eine Kantilene hat, dann kommt danach wirklich so etwas, was regelrecht hässlich komponiert ist. Als ob sich die Jungs vom Johann Sebastian in seiner Oldtimer-Garage bedient hätten und mit seinen alten Schlitten mal richtig auf die Rennstrecke gegangen sind. Das ist unglaublich eigen. Diese Cellokonzerte sind auf der einen Seite wirklich unglaublich herausfordernd, musikalisch sowieso, aber sie sind auch technische, ziemliche Knochenbrecher. Und sind bei Cellisten, also sozusagen in der Szene, total berüchtigt. Ich finde, wenn man das mal geknackt hat, hat es unglaubliche Schönheiten. Also zum Beispiel die langsamen Sätze sind allesamt wirkliche Juwelen. Das ist mit das Schönste, was man sich vorstellen kann. Ich persönlich spiele gerne ohne Dirigent, aber auch da muss man sagen, ein Dvorak-Konzert ohne Dirigent funktioniert eher nicht. Aber wenn man ein Stück hat mit einer kleineren Besetzung, und hier sind wir Streicher und Continuo und wir sind sowieso klein besetzt, dann ist ein Dirigent einfach nicht nötig. Und es liegt einfach daran, dass die Kommunikation unter den wenigeren Musikern, die wir bei diesem Stück sind, einfach so schnell funktioniert, dass sozusagen ein Dirigent eine Umleitung wäre. Ja, da müssen alle zum Dirigenten schauen und also sozusagen eine Synapse zu viel. Und wir sind einfach viel schneller beisammen ohne Dirigent und sind flexibler. Und davon abgesehen ist es natürlich auch bei einem Kammerorchester so, was mir immer sehr gefällt, ist einfach die demokratische Arbeitsweise. Jeder kann im Prinzip sich einbringen und Ideen, Vorschläge, Wünsche, Kritiken und so weiter äußern. Das ist natürlich bei der Arbeit mit einem Symphonieorchester und Dirigent fast nicht möglich. Er hat die vollste Aufmerksamkeit verdient, er ist so eigen und deswegen richten wir jetzt nochmal einen Spot auf ihn.